Abgesehen von Geld und Macht unterscheiden wir uns von Prominenten, Staatsoberhäuptern und Königshäusern auch dadurch, dass sie alltägliche Dinge wie den Einkaufsbummel nicht ohne eine Entourage von Sicherheitsleuten erledigen können, die ihnen folgt. Einige wichtige Persönlichkeiten gehen noch extremer vor als andere, um sich zu schützen. Hier ist eine Liste mit den am besten geschützten Menschen der Welt. Amazing. Floyd Mayweather Jr. Ich weiß, was du denkst. Ein ungeschlagener Profiboxer im Schwergewicht sollte in der Lage sein, sich selbst zu schützen, oder? Mit einem Nettovermögen von mindestens 560 Millionen Dollar führt Floyd Mayweather Jr. ein Leben im Luxus. Er soll eine Flotte von 100 Premium-Autos und eine Uhrensammlung im siebenstelligen Bereich besitzen und lebt in einer 22.000 Quadratmeter großen Villa in Las Vegas, die er für 27 Millionen Dollar gekauft hat. Es ist also keine Überraschung, dass Mayweather keine Kosten gescheut hat, wenn es darum geht, sich abzusichern. Für den Fall, dass sich irgendein Idiot außerhalb des Rings mit ihm anlegen möchte. Auf Schritt und Tritt wird er von den vier größten Kerlen beschützt, die du je gesehen hast. Big Church, Big A, Big Pat und Jethro. Man könnte meinen, dass Mayweather ein kleiner Mann wäre, wenn man diese Jungs sieht, aber er ist tatsächlich 1,80 groß. Nur sind sie ungewöhnlich größer. Sie sind zwischen 1,90 Meter und 1,95 Meter groß, wiegen etwa zwischen 118 und 195 Kilogramm und tragen alle Shirts mit der Aufschrift TMT oder The Money Team in den Größen 3XL bis 7XL. Immer wenn Mayweather ihnen sagt, sie sollen die große Mauer aufstellen, stellen sie sich sofort in Formation auf, um ihn von allen Seiten zu beschützen. Diese gewaltigen Bodyguards, die in ihrer Größe von anderen Prominenten nicht übertroffen werden, werden mit großzügigen Prämien bezahlt, die nach Lust und Laune ausgezahlt werden und müssen rund um die Uhr für jeden noch so kleinen Auftrag einsatzbereit sein. Jay-Z und Beyoncé. Es steht außer Frage, dass Jay-Z und Beyoncé eines der größten Powerpaare der Welt sind und ihre irrsinnigen Sicherheitsvorkehrungen halten auch stand. 2014 warb der Politiker Hakeem Jeffries sogar für eine stärkere Sicherheit des Präsidenten, indem er darauf hinwies, dass Jay-Z mehr Personenschutz hatte als Barack Obama. Im Jahr 2018 wurde berichtet, dass das Paar eine Sicherheitsfestung um sein 88 Millionen Dollar teures, 30.000 Quadratmeter großes Anwesen in Bel Air bauen wollte, das bereits mit kugelsicheren Fenstern und einem riesigen Metalltor ausgestattet war. In den Bauanträgen sind Wohnräume für Wachleute, ein eigener Carport für 10 Autos und eine zweistöckige Garage für 2 Autos vorgesehen. Alles sorgfältig positioniert, um jeden Zentimeter des Grundstücks zu überwachen. Auch bei der Geburt ihres ersten Kindes, Blue Ivy, im Jahr 2012, hatte die Sicherheit oberste Priorität. Berichten zufolge hat Jay 1,3 Millionen Dollar ausgegeben, um Bay und das Baby zu schützen. Das Lenox Hill Hospital, das luxuriöse Geburtssuiten für 2.400 Dollar pro Nacht anbietet, wurde aufgerüstet und mit kugelsicheren Fenstern und Türen ausgestattet, während die Telefone des Personals konfisziert wurden, falls Informationen durchsickerten. Beyoncés Entbindungsstation wurde außerdem komplett für Besucher gesperrt, zum Ärger derjenigen, die dort Verwandte hatten. Und Blue wurden 2 persönliche Sicherheitsleute zugeteilt, sobald sie auf die Welt kam. Während ihrer On The Run Tour im Jahr 2018 hat das Superstar-Paar sogar ein 500-köpfiges Team von spezialisierten Türstehern angeheuert, die rund um die Uhr Wache schieben, damit du nicht einfach auftauchen und um ein Autogramm bitten kannst. Bill Gates. Einer der reichsten Männer der Welt zu sein, bringt eine Reihe von Problemen mit sich. Eines davon ist, dass so ziemlich jeder normale Mensch unglaublich neidisch sein wird. Und das kann gefährlich sein. Bill Gates lernte das auf die harte Tour, als er 1998 in Brüssel eine Sahnetorte ins Gesicht bekam und seitdem sind seine Sicherheitsmaßnahmen in die Höhe geschossen. Die Sicherheitsvorkehrungen im Microsoft-Büro in Redmond wurden mit bombensicheren Fenstern verstärkt und jeder Mitarbeiter, der mit Gates sprechen wollte, brauchte eine Einladung und eine Eskorte zu seinem schwer bewachten Privatbereich. Sein 127 Millionen Dollar teures Privatanwesen Xanadu 2.0 ist ebenfalls mit hochmodernen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Schließlich handelt es sich um einen der größten Tech-Giganten der Welt. Das ganze Haus ist mit speziellen Sensoren ausgestattet, die mit den Gästen interagieren, die beim Betreten des Hauses einen eindeutigen PIN erhalten, mit dem sie Licht und Temperatur steuern können. Das ist aber auch eine raffinierte Sicherheitsmaßnahme, denn die Fußböden sind mit Sensoren ausgestattet, die das individuelle Gewicht jedes Gastes aufzeichnen und es mit seinem PIN abgleichen. Das bedeutet, dass jeder, der das Gebäude ohne registrierten PIN betritt, nicht mehr als ein paar Schritte machen kann, ohne den Alarm auszulösen. Es sei denn, du bist kein Einbrecher und hast über die Feiertage ein paar Pfunde zugelegt. Als Gates 2004 eine Party für die National Governors Association ausrichtete, richtete das US-Ministerium für Heimatschutz eine vorübergehende Sicherheitszone um das Haus ein. Die Gäste wurden mit Privatbooten gebracht, da der gesamte Lake Washington südlich der Highway 520-Brücke 2 Tage lang abgeriegelt war. Der Papst.
Papst Franziskus ist eine der wichtigsten religiösen Persönlichkeiten der Welt. Aber nicht jeder ist ein eingefleischter Fan. Und das bedeutet, dass bei seinen zahlreichen öffentlichen Auftritten ein gewisser Schutz angebracht ist. Als Oberhaupt der katholischen Kirche und des Vatikans, der als unabhängiger Staat gilt, hat der Papst einen engagierten und gut ausgebildeten Sicherheitsdienst zur Verfügung. Wenn dir schon mal diese Typen aufgefallen sind, die so aussehen, als wären sie auf dem Weg zu einem Live-Action-Rollenspiel-Event, dann weißt du, von wem ich spreche. Diese farbenfrohen Krieger sind als Schweizer Garde bekannt. Sie ist eine der ältesten noch aktiven Militäreinheiten, die 1506 unter Papst Julius III. Gegründet wurde. Sie ist auch eine der kleinsten Armeen, in der jeweils nur 110 bis 125 ehemalige Schweizer Soldaten dienen. Rekruten müssen unverheiratete katholische Männer im Alter von 19 bis 30 Jahren und mindestens 1,80 Meter Größe sein und eine militärische Grundausbildung haben. Lass dich auch nicht von ihrer ungewöhnlichen Kleidung täuschen. Die Schweizer Armee ist berüchtigt für ihre tödlichen Waffen und schreckt auch nicht davor zurück, diese einzusetzen, wenn es sein muss. Wenn der Papst in seinem Papamobil, ja, so heißt das wirklich, unterwegs ist, wird er oft von der Schweizer Garde begleitet und von Mitgliedern der vatikanischen Polizei, der Gendarmerie, flankiert, die moderne Waffen tragen. Den Papst des Volkes zu beschützen, kann ein besonders stressiger Job sein, denn er liebt es, in die Menge zu gehen, um Babys zu segnen und Geschenke anzunehmen, was ihren Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt. Mark Zuckerberg. Man könnte Mark Zuckerberg für einen der bescheideneren Milliardäre halten, aber in Wirklichkeit übersteigen die Kosten für den Schutz des Facebook-Tycoons bei weitem die aller anderen großen CEOs. Allein im Jahr 2018 kostete es Facebook satte 22 Millionen Dollar, um Zuckerberg und seine Familie zu schützen. Das ist ein gewaltiger Anstieg gegenüber den 7,3 Millionen Dollar im Jahr 2017 und nur 2,6 Millionen Dollar im Jahr 2013. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Facebook in den letzten Jahren in verschiedene Skandale um den Datenschutz verwickelt war, die oft direkt mit Zuckerberg selbst in Verbindung gebracht werden. Berichten zufolge gewährt der Facebook-Vorstand Zuckerberg nun tatsächlich zu den bereits bestehenden Maßnahmen einen Sicherheitszuschuss in Höhe von 10 Millionen Dollar pro Jahr, der zusätzliche Ausgaben wie Ausrüstung und Wohnverbesserungen abdeckt. Ungefähr 2,6 Millionen Dollar dieses Zuschusses wurden 2018 für Reisen mit Privatflugzeugen verwendet. Facebook verfügt außerdem über ein umfassendes Sicherheitssystem, das bekannt dafür ist, den Aufenthaltsort bestimmter Nutzer zu verfolgen, die eine Bedrohung für das Unternehmen und seine Führungskräfte darstellen könnten. Und es gibt ein 6000-köpfiges Sicherheitsteam, das die Mitarbeiter schützt. Bewaffnete Sicherheitsbeamte patrouillieren in Zuckerbergs überraschend bescheidenem Familienhaus und durchsuchen das Anwesen, wenn der CEO es verlässt und bevor er es wieder betritt. Zuckerberg wird auch von persönlichen Sicherheitsleuten begleitet, wenn er joggen geht. Und jeder, der ihm unbekannt ist, wie Ärzte oder Ausbilder für ein neues Hobby, müssen gründlich überprüft werden, bevor sie ihn persönlich treffen. Donald Trump. Schon bevor er zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, als er noch ein gewöhnlicher Multimilliardär war, hat Donald Trump nur ehemalige Geheimdienstler und Mitglieder der Navy SEAL Special Forces für seinen persönlichen Schutz eingestellt. Mit größerer Verantwortung und weitaus mehr Feinden auf der ganzen Welt hatte der ehemalige Präsident die Bedeutung von Hochsicherheit völlig neu definiert. Laut CNN kostete der Schutz von Trump und seiner Familie vor seinem Amtsantritt im Jahr 2016 die Stadt New York 1 Million Dollar pro Tag. Und diese irrsinnigen Zahlen sind seitdem nicht gesunken. Es wird sogar geschätzt, dass Trump die Steuerzahler mehr als das Dreifache der Sicherheitsmaßnahmen der Obamas für einen vergleichbaren Zeitraum gekostet hat. Im Jahr 2018 kostete sein Besuch in Großbritannien 18 Millionen Dollar und erforderte den Einsatz von 10.000 zusätzlichen Polizeibeamten. Auf solchen Reisen ist seine komplette Parade aus gepanzerten Fahrzeugen, Motorrädern, Hubschraubern und Lastwagen, die alle eine bestimmte Aufgabe bei der Überwachung seiner Sicherheit haben, ein wahrer Anblick. Im Zentrum dieser Autokolonne fährt Trump in seiner gepanzerten Multimillion-Dollar-Limousine, die den Spitznamen Das Beast trägt. Allerdings wirst du nie genau wissen, wo er sich befindet. Das liegt daran, dass Das Beast von zwei identischen gepanzerten Fahrzeugen mit gleichen Nummernschildern flankiert wird, die während der Parade mit Trumps Auto den Platz tauschen. Als ob man einen Tischtennisball unter drei Bechern versteckt und sie dann vertauscht. Das Beast ist nicht nur absolut kugelsicher, sondern verfügt auch über Türen, die dick genug sind, eine Panzerfaust zu widerstehen, eine versiegelte Kabine mit eigener Luftzufuhr, einen Rauchgenerator, Tränengasspender und sogar einen Vorrat von Trumps Blutgruppe. Du weißt schon, nur für den Fall. Königin Elizabeth II. Hast du dich schon mal gefragt, was es braucht, um die wichtigste Monarchin der Welt zu schützen? Die Antwort lautet, eine Menge Planung, mehr fachlich qualifiziertes Personal, als du dir vorstellen kannst und verdammt viele Steuergelder. Jede Bewegung der Königin und ihrer unmittelbaren Familie wird von schätzungsweise 185 SAS ausgebildeten Beamten überwacht, die als Royal Protection Squad bekannt sind. Sie wurden 1983 gegründet, nachdem Königin Liz aufgrund einer unglücklichen Sicherheitslücke aufgewacht war und einen Bürger namens Michael Fagan in ihrem Bett vorfand. Die RPS operiert von einer
ehemaligen Polizeistation aus, die für fast 2,5 Millionen Dollar neben dem Buckingham Palace aufgebaut wurde, und die Gesamtkosten für den Unterhalt der Sicherheitskräfte werden auf 35 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt. Diese sorgfältig ausgewählten Beamten sind die Crème de la Crème der Schutzdienste, und 2018 wurde berichtet, dass 50 der persönlichen Wachen der Königin alle ein stattliches Gehalt von je rund 130.000 US-Dollar beziehen. Alle Mitglieder der unmittelbaren königlichen Familie tragen einen Alarm, der im Notfall Pager auslöst, die mit dem Sicherheitspersonal verbunden sind, wie zum Beispiel im Sommer von 99, als Prinz Charles beim Schwimmen im Mittelmeer von mit Harpunen bewaffneten Demonstranten bedroht wurde. Die Sicherheitsvorkehrungen des RPS sind so streng, dass sich die Königin eines Abends im Jahr 2017, während sie unter Schlaflosigkeit litt, zu einem unangekündigten Spaziergang durch den Palastgarten entschloss und dabei fast mit der geladenen Pistole einer ihrer eigenen Wachen konfrontiert wurde. Stell dir vor, du würdest so einen Fehler bei der Arbeit machen. Kim Jong-un. Wenn es jemals einen guten Grund gab, deine Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen, dann ist einer der umstrittensten Staatsführer unserer Zeit definitiv einer davon. Kim Jong-un hat sich in seiner Zeit als oberster Führer Nordkoreas sicherlich viele Feinde gemacht. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er jetzt rund 15.000 persönliche Leibwächter hat, die ihm zu Hilfe eilen. Bei seinem Besuch in Südkorea im Jahr 2018 wurde Kim in einem gepanzerten Mercedes gesehen, der von 12 Leibwächtern in Designeranzügen und mit Sonnenbrillen flankiert wurde. Anscheinend zieht Kim sie den Motorrädern vor, weil sie so weniger von der Straße abgelenkt werden, was ja auch Sinn macht, wenn man versucht, in einem Dreiteiler bei sengender Hitze mit einer Limousine Schritt zu halten, oder? Diese Personenschützer sind Teil einer militärischen Elitegruppe in Nordkorea, die als Hauptamt der Adjutanten oder zentrales Parteibüro Nummer 6 bekannt ist, und es gibt ein paar strenge Anforderungen, wenn du dich dafür qualifizieren willst. Zuallererst dürfen die Mitglieder nicht größer als Kim selbst sein. Das heißt, egal wie gut du bist, wenn du größer als 1,70 bist, fliegst du raus. Außerdem dürfen sie nicht sehbehindert sein und müssen überdurchschnittliche Fähigkeiten in den Bereichen Fitness, Schießkunst und Kampfsport nachweisen, und jeder Kandidat, seine Väter und sogar seine Großväter werden vorher genauestens überprüft. Wenn Kim international reist, fliegt er mit 2 Täuschungsjets, damit nicht klar ist, in welchem Flugzeug er sitzt, und es wird sogar berichtet, dass er nirgendwo ohne seine eigene tragbare Toilette hingeht. Nur für den Fall, dass andere Länder einen Einblick in seine Gesundheit gewinnen wollen, indem sie seinen Stuhlgang untersuchen. Manche mögen es Paranoia nennen, Kim nennt es Schutz. Was denkst du, wie notwendig all diese Sicherheitsvorkehrungen sind? Und wie würdest du dich schützen lassen, wenn du dich in einer extremen Machtposition befändest? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.